Am 3. November hieß es in Querfurt wieder nachts auf der Burg. Glücklicherweise für die Kamera begann die Veranstaltung noch halbwegs im Hellen und so konnten im Zwielicht noch bessere Bilder vom Ort des Geschehens aufgenommen werden. Immer dunkel und nur künstlich erhellt die unterirdischen Gänge und Keller der Burg. Sie konnten an diesem Tag selbstständig erkundet werden. Besonders an Kinder wendet sich dieses bunte Familienprogramm mit allerlei Sagen, Gestalten und schaurigen Geschichten. Viele der kleinen, aber auch der großen Besucher hatten sich kostümiert. Und alle, die sich noch entsprechend schminken lassen wollten, hatten dazu ebenfalls Gelegenheit auf der Burg. Eine weitere Station war das Basteln. Auch hier ging es zünftig zu und alle Beteiligten hatten ihren Spaß. Auch die Burgtöpferei hatte an diesem Tag ihre Pforten geöffnet. Ihr Angebot wandte sich allerdings eher an die größeren Besucher. Wer wollte, konnte an Burgführungen teilnehmen und auf diese Art und Weise so manches vielleicht bisher nicht bekannte Detail über diese mittelalterliche Burganlage erfahren. Währenddessen übten sich wackere Rittersmänner zum Beispiel im Stockkampf. Geisterhaft ging es sowieso zu und gerade die Kleinen waren mit Begeisterung dabei. Marlo hat heute Nacht geträumt. Gespenster, die flogen herum. Ach, wie war das gruselig. Ja, ja, wie war das schmuselig. Gespenster hier, Gespenster dort. Und plötzlich waren sie fort. Auch mittelalterliche Spiele standen zur Verfügung und wurden rege genutzt. So wurde es von Minute zu Minute dunkler und mythischer auf dem sagenumwobenen Burghof. Geheimnisvolle Gestalten, Elfenwesen, die weiße Frau und andere waren anzutreffen. Natürlich gab es auch Speis und Trank, neben dem, was man so erwarten konnte, natürlich etwas Besonderes für die Kleinen, sich ein Stockbrot über dem Feuer selbst zuzubereiten. Und so gab es anlässlich dieser besonderen Veranstaltung jede Menge zu erleben. Und dass nachts auf der Burg wunderbar ankam bei den Querfurtern und ihren Besuchern, zeigen die nächsten Aufnahmen. Verabschieden wollen wir uns mit ein paar Eindrücken von dieser Veranstaltung, die erst so richtig in Gang kam, mit schaurig schönen Klängen.